Hey, I'm Joel Stonington with Vocativ, and I'm here at a neo-Nazi rally, and I'm in search of the neo-Nazi hipster. Herzlich willkommen, Eva-Patrick-Schrömer! Irgendwann kehrt ja wieder Normalität ein. Dann schreibe ich nämlich an Siri Gran in Bremen und an die ganzen anderen coolen Leute, die heutzutage hier in den Ghettos das sagen haben, da schreibe ich dann einen Brief. Da steht dann drin, Leute, die Party ist vorbei. Dann werden da Leute in diese Ghettos gehen und diesen Leuten zeigen, dass das hier wieder Deutschland ist. Ich danke fürs Zuhören. Ich war auch mal Skinhead früher, weil ich gedacht habe, als nationaler Mensch muss man so rumlaufen. Das habe ich aber alles dann 2002, 2003 abgelegt, weil ich gesehen habe, okay, das ist kompletter Blödsinn. Wir führen einen politischen Kampf und keine Subkultur. As a movement, we should work in that way, that more and more people became the so-called Nipsters, so they can go better into the mainstream. Das erste Verfahren gewonnen. Man sollte es nicht glauben. Und zwar ging es da um dieses wunderschöne Logo, das auf unseren Cross-the-Line-Shirts war. Und wir haben ja momentan so 10 Verfahren gegen irgendwelche staatlichen Stellen offen. Und hier waren angeblich 2 Siegrunen abgebildet, nämlich das, was da in der Hand gehalten wird. Und völlig überraschend für uns alle sind es jetzt doch keine 2 Siegrunen, sondern ein Blitz. So, das hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft Gera so erkannt und deshalb kriegen wir die Shirts wieder zurück. Also Start 0, FSN TV 1. We are working and monitoring what neo-Nazis are doing. We found out that there's really a quite lively neo-Nazi hipster scene. People doing Tumblr blogs with beautifully designed graphics. A lot of neo-Nazis are looking at this. A lot of neo-Nazi media are closed sooner or later because they are so often spreading hatred and everything that they are banned. So we're outside the festival and there's sort of 2 layers of security. The first one, there's a group of people who are checking for tattoos that might get someone arrested, and then behind me there's police. So if they have SS or Nazi tattoos that might get them arrested, they cover it with tape or they fill it in with a pen. Inside all these packages is always the same. It's the same old racism, it's the same old anti-Semitism and nationalism. And he is still successful in saying very explicit things in a very neatly way. So for a neo-Nazi it's made quite good because he's still online. It will be the future of the movement. If you want to see the original Germany still in 100 years, yeah, then you have to fight with us.